So, da sind wir wieder. Also die Let's Plays laufen okay. Noch nicht so, es sind jetzt auch nicht vielleicht das, was die Leute so sehr suchen. Aber, also die Cutscenes, die laufen echt gut. Vor allem das von Soul Reaver 1, das erste. Das wird schon sehr hoch gelistet und hat deswegen wahrscheinlich auch so viele Klicks. Das ist im Moment so mein Klicksammler. Aber auch Soul Reaver 2, die Cutscenes, die sind, laufen auch schon sehr gut. Und jetzt bin ich da mal gespannt, wie die von Blood Omen 2 so laufen werden. Aber das war auf jeden Fall... wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Moment, ich muss ja wieder zurück. Ich bin falsch. Ich laufe falsch. Ich muss ja wieder... Ja, ich weiß schon, wo ich hin bin. Aber es war eine sehr gute Idee, diese Cutscenes zu machen. Diese Specials. Die werden echt viel angeklickt. Und ich erhoffe mir natürlich immer, dass der ein oder andere über diese Cutscenes, die eben schon sehr gut bei YouTube gelistet werden, dann auch auf meinen Kanal landet und vielleicht auch das ein oder andere Let's Play sich anguckt. So, Luft, Luft. Jetzt habe ich hier den Wasser-Reef. Jetzt muss ich mir erst angucken, dass Luft nicht mehr auf Stelle 1 ist. So. Und ich werde vielleicht auch nochmal schauen, dass ich das noch ein bisschen anders verlinke. In meinen Cutscene-Specials vielleicht noch ein paar mehr interne Links reinhauen. Beschreibung und auch ins Video selbst, dass die Leute einfach wirklich auf meinem Kanal und auf meinen Playlists landen. Die Playlists werden auch schon ganz gut gelistet. Also die Einzelvideos nicht so sehr, aber die Playlists, was mir eh lieber ist, weil da habt ihr dann alle Videos auf einen Schlag und kriegt nicht irgendwie Video Nummer 23 oder sowas bei YouTube, wenn ihr jetzt was sucht, weil man will ja für gewöhnlich mit dem ersten Part anfangen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich will es hoffen. Ich müsste wieder in diesem Gewächshaus rauskommen, dann bin ich richtig. Jawohl. Ha, genau. Perfekt. Hier wollte ich hin. Und ja, also von dem her, das mit der Listung und so, wenn man jetzt nach Legacy of Kain sucht, das funktioniert schon ganz gut. Ist natürlich noch ausbaufähig, aber wie gesagt, die Reihe ist ja auch noch nicht fertig. Ich denke, wenn dann mal auch sämtliche Cutscenes auch von Defiance und so noch da sind, dann komme ich meinem Ziel da vielleicht einen Schritt näher, dass ich dann vielleicht auch wirklich so die Referenz Nummer 1 bin. Wie gesagt, das wär ein Langzeitziel für mich. So, jetzt endlich, liebe Freunde, haben wir es geschafft. Und Vorador liegt vor uns. Viel Spaß. Ah, unser erbärmlicher Erlöser kehrt zurück. Kommst du, um an der letzten Schlacht der Vampire teilzunehmen? Aber auf wessen Seite, frage ich mich? Ich komme nicht, um zu kämpfen, Vorador. Du weißt nicht, warum du hier bist. Ich weiß nur so viel. Du bist der Verfasser meines Schicksals, also kannst nur du es umschreiben. Du überschätzt mich. Du hast den Reaver geschmiedet. Ich sah den Beweis. Ich habe ihn geschaffen, ja. Dann kennst du seinen Zweck. Nein, nur den Teil der Prophezeiung, in den mich mein Meister eingeweiht hat. Und erklärt dieser Teil, warum du eine Waffe geschmiedet hast, die deinen Erlöser verschlingt? Ah, gut. Offenbar ist das die Antwort. Du hast deinen Weg gewählt. Ich habe gar nichts gewählt. Ich wurde ständig getäuscht. Du scheinst zu wissen, was ich bin. Sag's mir. Das dachte ich einmal. Aber keine der Prophezeiungen ist eingetreten. Die Säulen verfallen. Ich bin der Letzte meiner Art. Und wenn mich Möbius-Häscher finden, war alles umsonst. Du hast Kain vergessen. Ah ja, Kain. Ich fürchte, er trägt eine größere Bürde, als er ahnt. Ich kann dir nicht helfen, selbst wenn ich wollte. Ich habe den Reaver erschaffen, doch nur auf Geheiß meines Herrn Janos Audron. Ich vermag nicht zu sagen, mit welchem Zauber er und die anderen das Schwert danach belegten. Janos wollte mir den Reaver geben, bevor er starb. Er sagte, er wurde für mich geschmiedet. Was meinte er damit? Als meine Waffe oder mein Gefängnis? Vielleicht solltest du ihn das selbst fragen. Janus ist hier? In gewisser Weise.
Der größte von uns allen. Der Vater unserer Rasse. Die Sarafanen haben ihm vor 500 Jahren das Herz aus dem Leib gerissen. Aber kein Zeichen des Verfalls. Wie ist das möglich nach all den Jahren? Irgendwo schlägt das Herz noch heute. Und solange es pocht, bleibt sein Körper erhalten. Wenn wir sein Herz hätten, könnte Janos sogar wiederbelebt werden. Und du hast nie versucht, es zurückzuholen in all den Jahren? Oft sogar. Aber das Herz ist zu gut versteckt. Es wurde vor Hunderten von Jahren als Trophäe in die Kathedrale von Avernus gebracht. Seitdem nennen sie es Herz der Dunkelheit. Sie glauben, dass es das Symbol unserer dunklen Gabe ist und haben es verborgen, damit es nicht in falsche Hände gerät. Unsere Hände. Erlöse dich selbst. Du bist unsere letzte Hoffnung. Vielleicht kannst du das Herz finden, falls es gefunden werden soll. Wenn du Janos erwächst, bekommst du Antworten auf all deine Fragen. Dieser Schlüssel bringt dich nach Avernus. Aber ich warne dich. In der Kathedrale sind dunkle Mächte am Werk. Du musst auf dich aufpassen. So, meine Freunde. Da war's also. Jetzt endlich nimmt die Handlung Fahrt auf. Wir haben Vorador getroffen, der nun wieder sehr aussieht wie in Soul Reaver 2 und der auch von seinem Charakter her nun wieder sehr an den Vorador aus Soul Reaver 2 erinnert. Und hier ist auch der aufgebahrte Leichnam von Janus Ordren, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Ja, sieht auch noch so aus wie vor 500 Jahren, als wir selbst Zeuge wurden, wie unser menschliches Ich ihm das Herz herausgerissen hat. Welches nun als Herz der Dunkelheit gilt, eben jenes Artefakt, das das Vampirleben erst ermöglicht. Kennen wir noch aus Blood Omen 1. Wir befinden uns ja nun auch in der Zeitepoche von Blood Omen 1, also in eben jenem Jahr, wo Kain unterwegs ist, um die Säulen zu vernichten. Drum kennt Vorador nun Kain auch mittlerweile. In Soul Reaver 2 kannte er ihn ja noch nicht, weil das war ja noch 30 Jahre früher, wo die Säulen korrumpiert wurden. Nun aber hat Kain anscheinend Vorador hier in seiner Villa bereits aufgesucht. Vorador verhält sich hier allerdings sehr, sehr viel anders, als er sich in Blood Omen 1 verhalten hat. Also der Charakter ist hier ein gänzlich anderer, obwohl wahrscheinlich nur wenige Stunden oder nur wenige Tage zwischen dem Treffen zwischen Kain und Vorador und nun dem Treffen zwischen Raziel und Vorador liegen. Aber sei es drum, Amy Hennig und ihr Team haben hier einfach einen ganz anderen Grundton angeschlagen, was die Figur von Vorador betrifft. Falls ihr euch fragt, wo ich hin will, der Bibliotheksschlüssel ist, meine ich jetzt, der Schlüssel, den wir brauchen, da wo wir den ersten Speer gefunden haben. Moment, und den ersten Speer, den haben wir ja hier gefunden, fällt mir gerade ein. Ja. Hier hoch. Und genau da will ich mich jetzt hinbegeben. Und dann ist das Kapitel auch beendet. Das ist jetzt so der letzte Schritt, den wir noch machen müssen. Ja, was haben wir denn sonst noch erfahren? Also, wie gesagt, der Körper von Janus Ordren ist noch erhalten, da das Herz der Finsternis noch irgendwo am Leben, am Schlagen ist, wenn man so will. Gefunden hat es Vorador nie. Die Hüter, Malik oder wer auch immer, Sarafanen haben das Herz zu gut versteckt. Oh cool, ich habe gerade einen Gegner eingefroren. Weil ich den Wasserreaver benutze, hä? Geil. Was ist die Fähigkeit des Wasserreavers? Alle Gegner einfrieren. Geil. Das ist ja mal cool. Also gut, da haben wir jetzt schon echt einen relativ mächtigen Reaver. Muss man sagen. Ja, und Vorador hat uns nun gesagt, wenn wir das Herz suchen, er vermutet, dass es sich in Avernus befindet. Kennen wir noch als Avernus. Kennen wir aus Blood Omen 1. Das war ein Level, das es in Blood Omen 1 gab. Da haben wir damals Azimuth gesucht, die Herrin der Dimensionen, also die Hüterin der Dimensionen, die in Avernus ihren Dämonenkult betrieben hat. Auch Vorador hat jetzt was von dem finsteren Kult erzählt, der da betrieben wird. Also das passt durchaus. Azimuth werden wir aber nicht treffen. Also da muss ich euch leider enttäuschen. Das hätte ich noch cool gefunden, wenn die noch hier aufgetaucht wäre. Aber Azimuth wird nicht Teil dieses Spiels sein, leider. Aber gut, es ist auch eher eine Randfigur, eine Nebenfigur, die jetzt nicht so wichtig für die Legacy of Kain-Reihe ist. Aber wir müssen uns auf jeden Fall nach Avernus begeben. Avernus, wie auch immer. Und vielleicht gibt es dort das Herz der Finsternis. Und vielleicht erfahren wir dort auch wieder ein paar mehr Infos.
Wir wissen jedenfalls immer noch nicht so recht, ob wir jetzt ein Höhlenkämpfer oder ein Vampirkämpfer sind. Auch Volador weiß das nicht. Er hielt uns wohl für den Auserwählten der Vampire, aber vermutlich ist das doch eher kein. Aber, naja, so wirklich wissen wir es nicht. Das kann uns wahrscheinlich nur Janus Ordren selbst beantworten und genau den müssen wir wiederbeleben. Das, was wir die ganze Zeit schon vorhaben und was letztendlich auch passieren muss, sonst würde die ganze Handlung aus Blood Omen 1 nicht funktionieren. Ja genau, jetzt musste ich da in die Spektralwelt. Ja, ja, ich erinnere mich. Das war das, wo wir durch den Kamin durchkrabbeln mussten. So, dann müssen wir da rüber. So, und jetzt geht die Springerei wieder los. Jetzt muss ich da drauf. Wow, das war scheiß knapp. Und dann muss ich da rüber. Und dann muss ich da rüber. Genau, da kann ich mich zurückverwandeln. Das war jetzt echt scheiß knapp, dass ich auf der Säule noch gelandet bin, ey. Halleluja. Oh Mann. So. Und jetzt wieder zurück. Und ich glaube, da geht's rein. Ich hoffe es. Und dann, Leute, haben wir dieses Kapitel geschafft. Wir spielen jetzt seit, naja, fast 2,5 Stunden. Also ich habe gesagt, 2 Stunden wird es mindestens dauern, vielleicht auch 3. So die Hälfte davon wird es jetzt dann wohl sein, wenn wir hier richtig sind. Ich bin mir jetzt gerade etwas unschlüssig, ob ich hier wirklich richtig bin. Scheiße, ich dachte jetzt. Hä? Bin jetzt blöd? Das kann doch keine Sackgasse hier sein. Ach nee, da geht's weiter. Ja, genau. Nee, wir sind schon richtig. Es ist richtig. Avernus brennt. Und mit der Stadt verbrennen all unsere Hoffnungen. Wie soll ich das Herz in diesem Chaos finden? Du musst dich beeilen, aber hüte dich vor dem unaussprechlichen Bösen, das in den Tiefen der Kathedrale lauert. Zweifellos ist es die Ursache für die Zersetzung des Zirkels. Wenn du siegen willst, musst du seinen Verlockungen trotzen. Und noch zwei interessante Informationen. Die erste, Avernus brennt. Das hieß es auch in Blood Omen 1 damals schon, als der junge Kain nach Avernus flog, um eben Azimuth zu bekämpfen und dort auch den Soul Reaver fand. Das heißt, wir befinden uns jetzt tatsächlich zeitgleich in Avernus wie der junge Kain. Ob das einen Einfluss auf das Kapitel hat, verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Cool, kann ich da was kaputt machen? Oh, da ist ein Buch. Und das zweite, die dunklen Mächte, die in Avernus ihr Unwesen treiben, sind für die Zersetzung des Kreises verantwortlich, vermutet Vorador. Und wir wissen ja noch, die Zersetzung des Kreises lag an Ariels Ermordung durch die Besessenheit von Mortanius damals, der sie damals ermordet hat, weil er eben besessen war von dem Unaussprechlichen. Was nie so ganz geklärt wurde, wer da dahinter steckt, und vielleicht wird es dafür nun endlich eine Antwort geben. Also, von dem her seid auf jeden Fall gespannt, was wir in Avernus finden werden. Vorher kehren wir allerdings nochmal als Kain in die Zitadelle der Vampire zurück, aber jetzt aber langsam wird's, jetzt langsam dann wird's wirklich richtig in die Handlung einsteigen und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ich breche jetzt nach Avernus auf und beende damit dieses Let's Plays. Das war jetzt diese Let's Play-Episode, die jetzt echt verdammt lang war. Schön, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Wir sind gut durchgekommen, mit ein bisschen Hilfe und ein klein bisschen Cheaten, ich gebe es zu. Aber egal. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich weiterspiele. Und wenn es dann aufgeht in Kapitel Nummer 9, Zitadelle der Vampire Teil 2, zu Kain. Ja, das war Let's Play Defiance Legacy of Kain Part 5. Ich war der Martin, ich muss jetzt dann langsam auf die Arbeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, ciao und adios.